schnell zu uns kommt und kurz erzählt, der freut sich auch schon auf den Abend. Wir haben kurz geredet. Sie haben besondere Beziehungen zu dem Königshaus, zu Queen Mom. Erzählen Sie das mal, das ist eine schöne Geschichte. Ja, ich habe 1990 Queen Mom ein Ständchen zum Geburtstag gesungen. Sie ist ja so alt wie das Jahrhundert. Es war ihr 90. Geburtstag und es waren Feierlichkeiten in London, im Kensington Gardens. Und ich war Teil des Chors. Ja? Und da haben wir Lieder gesungen. Und das Amüsante war, dass wir ihr auch Lieder aus der Zeit des Ersten Weltkrieges gesungen haben. Ja? Und es waren auch so ein bisschen spöttische Lieder. Aber sie hat sich amüsiert. Sie war mit Prinz Charles da und es ging ihr sehr gut. Es hat ihr Spaß gemacht. Herr Baum, eine EU ohne Großbritannien, ist das für Sie überhaupt vorstellbar? Sie haben ja gehört, was gerade gesprochen wurde. Nein, das wäre nicht die EU, das wäre nicht Europa. Die Queen hat es ja gestern ganz deutlich gesagt und diese Worte müssen also, die haben ja ein Gewicht und es ist also ganz, ganz, ganz wichtig, dass natürlich Großbritannien, das Königreich in Europa verbleibt. Ich bin eigentlich froh, dass sie das gesagt hat, denn das hat eine Autorität, wenn das von ihr kommt. Das hören auch die Menschen, ja? Nicht nur im Königreich. Das zeigt allein, dass heute so viel darüber geredet wird und das ist wirklich das Thema unter allen, wahrscheinlich auf der Gartenparty. Sie müssen reinflitzen. Über meinen kleinen Mann im Ohr höre ich, die Queen ist im Anmarsch, wenn Sie nicht genau vorher drin sind. Danke. Henning Baum, vielen, vielen Dank. Das musste jetzt einfach ein bisschen schnell gehen, müssen Sie verzeihen. Aber wenn eine Königin kommt, dann muss sich auch das erste deutsche Fernsehen daran halten, wie das Reglement abläuft.